Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum 72. Video der Reihe Programmierschule. Heute wollen wir untersuchen, was der Begriff Skriptsprache in der Programmierung bedeutet. Hierzu lernen wir. Skriptsprachen sind Programmiersprachen, die über einen Interpreter ausgeführt werden. Programme, die in Skriptsprachen geschrieben sind, werden auch Skripte oder Scripts genannt, während bei Microsoft meistens die Bezeichnung Makro verwendet wird. Aus architektonischer Sicht werden Skriptsprachen häufig verwendet, um bestehende Komponenten in einem Anwendungsprogramm zu verbinden bzw. aufzurufen. Für das World Wide Web werden Skriptsprachen häufig auf den Servern verwendet, um dynamische Seiten oder ganze Web-Anwendungen zu erstellen. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn bitte und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal.